Ja, wir starten mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Genau, für alle, die uns noch nicht kennen. Macht jeder gleich einmal für sich selbst. Wir vier zusammen betreiben quasi das autonome System vom Freifunk Rheinland e.V. Das machen wir alle ehrenamtlich und ja, der ein oder andere hat da schon Erfahrung mit in Large Scale Networks und der andere, der ergänzt sich da einfach ein bisschen. Genau. Und ja, starten tut Lars. Ja, mein Name ist Lars Bussmann, ich bin Unix Systemadministrator bei Avato Systems, einer Bertelsmann-Tochter in Gütersloh, und ich kümmere mich da von einfachen Nutzeranfragen, wie mein Filesystem ist voll, zu irgendwie Angebotserstellung, Sizing und irgendwie schwerwiegenden Problemen. Mein Drucker tut nicht und alles Mögliche. Ja. Ja, ist der nächste? Ja, ich bin Thomas, ich arbeite bei der AHD Helvig Data, das ist ein kleiner Service Provider mit Standort Dortmund Ense. Ja, da bin ich unterwegs im Rechenzentrum, ja, schaue, wie wir da neue Technologien reinbekommen können. Da haben wir auch ein autonomes System, da bin ich auch mit involviert und genau. Ja, ich bin Takt, ich arbeite bei einer kleinen Internetsuchbude, gibt es seit 18 Jahren. Standorten in Mountain View, Dublin und ein paar anderen. Ich persönlich arbeite in Dublin, kümmere mich darum, dass der Cat-Content bei euch ankommt, mit Terabits pro Sekunde. Bin schon ein bisschen rumgekommen im Netzwerk. Ich war unter anderem bei NetCologne, Host Europe, 1&1 und ein paar anderen. Kann man am S-Pfad sehen. Ich betreibe ein privates AS, also nicht ein privates, sondern ein persönliches, muss man sagen. Das ist nämlich eine Public AS-Nummer, 199.714. Das ist meine Spielwiese. Ja, und dieser Backbone, das war so ein bisschen meine Idee vor 2 Jahren, das aufzuziehen. Ja. Ich bin Max, ich arbeite an der Anstalt auf dem Berge in Paderborn, das ist die Universität Paderborn im Rechenzentrum. Kümmere mich um Linux-Geschichten, Storage-Geschichten, Netzwerk-Geschichten, alles Mögliche, was gerade anfällt. Bin im Freifunk Hochstift noch mit aktiv, da das Netz mit aufgebaut, und das ist meine Spielwiese. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Was wir jetzt hätten machen wollen, ist nach der Auswertung des Skillchecks euch schon mal in Gruppen zu sortieren. Das verschieben wir auf nach dem Mittagessen, weil es gerade nicht funktioniert. Technik, die begeistert. Das heißt, ihr bleibt jetzt erstmal so sitzen und wir machen jetzt mal einen Erklärbär zu IP Basics. Genau, das machen wir so generell heute und morgen. Jetzt erstmal die Basics, danach einen Lab zu statischem Routing. Also wir machen mal einmal alles zu Fuß. Machen das Ganze dann mit BERT, mit dem werden wir uns heute und morgen mehr beschäftigen, also dem BERT Internet Routing Daemon. Wir werden was zu OSPF angucken, wie funktioniert es, werden es aufsetzen, werden uns angucken, wie BGP funktioniert, extern, intern, werden was zu Policy-Based Routing machen und noch ein bisschen mit NATS spielen und natürlich ganz viel debuggen, weil viele Dinge kaputt gehen. Genau, wir haben ein relativ straffes Programm für 2 Tage oder 1,5 Tage. Wir wollen ja morgen hinreichend früh fertig werden. Ihr wollt alle wieder nach Hause, wir wollen nach Hause. Sollten wir zu schnell sein, sollten wir es doof erklären, jeder versteht Dinge anders, melden, einfach mal dazwischen schreien, Nachbarn fragen. Sinn der Übung ist, dass ihr möglichst viel mitnehmt. Wenn unsere Erklärung scheiße ist, könnt ihr uns das auch so sagen, dann versuchen wir es nochmal. Genau, Disclaimer, das Internet mit Terabits wird eigentlich nicht mit Pinguinen gebaut. Höchstens welche, die eingesperrt sind in Cumulus-Hardware oder Ähnlichem, aber das meiste ist irgendwie Hardware. Cisco, Juniper und wie sie alle heißen. Haben wir jetzt gerade nicht, haben wir vor allem nicht für 100 Leute hier. Das heißt, wir machen das mit Linux-VMs. Also nur heute. Der ganze Backbone ist auf Linux betrieben, das funktioniert also und skaliert so bis zu 4, 5 Gigabit mal ganz geschmeidig, wenn man vernünftige 10 Gig Netzwerkkarten nimmt. Das Schöne daran ist, alles ist offen, man kann sich angucken, wie haben die Leute das programmiert. Wenn es kaputt ist, kann man es heile machen und das kann jeder kostenlos nutzen. Ergo kriegt nachher jeder eine eigene VM, da können wir drauf rumspielen. Los geht's. Ja, wir starten im Grunde dann mal direkt mit dem ersten Teil, da wollen wir uns mit den IP-Grundlagen beschäftigen und ja, grundsätzlich fangen wir mal ganz unten an. Das heißt, wir starten mal mit dem OSI-Modell. Ja. Das heißt, es gibt dann halt ein theoretisches Modell oder mehrere theoretische Modelle, die mehr oder weniger praxisbezogen sind.
Und grob gesagt basiert es darauf, dass die Schichten voneinander abstrakt getrennt sind. Das heißt, wenn eine Applikation Daten versenden will, dann fängt die ganz oben an, auf den Application Layer in den Stack etwas einzukippen. Und jeder Layer hat eine spezielle Aufgabe, die er erfüllt. Und ganz unten am Ende dieses Stacks, in dem Physical Layer, kommt im Grunde ein fertiges Paket auf irgendeinem Übertragungsmedium raus. Ja, sei das jetzt WLAN, sei das jetzt Fiber, sei das jetzt Kupfer. Der Physical Layer kümmert sich um den Transport. Die anderen Layer haben halt andere Aufgaben, sowas wie zum Beispiel Media Access Control. Brauchen wir jetzt nicht auf Detail eingehen, denke ich mal. Es ist einfach nur wichtig zu verstehen, dass dieser Stack sozusagen dafür da ist, jeweils die Informationen zu ergänzen, die für die jeweilige Schicht wichtig sind. Das heißt, wir haben ganz oben die Applikation, die halt irgendwelche Daten versenden möchte. Und diese Metadaten, also der Header, der oben da dran kommt, der wird halt mit jeder Schicht mehr, solange bis es halt auf dem physischen Kabel landet. Genau. Das heißt, jede Schicht hat halt individuelle Informationen, die für sie wichtig sind. Mal ganz abstrakt gesagt. Genau. Dann haben wir das Thema Switching mal als nächstes genommen. Das heißt, wenn wir jetzt ein physisches Kabel haben, haben wir als allererstes mal irgendwo einen Switch. Der Switch hat mehrere Ports und der Switch ist ja in der Lage, halt ein Paket von A nach B zu schicken. Und das tut der halt auf Layer 2. Das heißt, der kennt die MAC-Adressen von den angebundenen Computern und merkt sich auch, von welchen MAC-Adressen an einem Port Daten empfangen wurden und würde auch Pakete, die an diese MAC-Adresse gerichtet sind, von anderen Ports, wieder an diesen Port zurückschicken. Das heißt, der hat halt intern eine Tabelle, wo drin steht, an welchem Port welche MAC-Adressen gelernt wurden. Und der kümmert sich dann darum, dass das Paket, was der Switch empfängt, auch nur auf dem Port wieder rauskommt, auf dem er diese MAC-Adresse gelernt hat. Wenn das nicht so wäre, wenn der ein Paket, was er bekommt, an jedem Port rausschieben würde, dann wäre es halt ein Hub. Es gibt verschiedene Arten von Switching-Technologie. Es gibt dann zum Beispiel Switches, die machen Store und Forward. Das bedeutet, dass der ein Paket bekommt, der stort das Paket, also speichert es sozusagen intern ab, guckt, wo es hin muss und geht dann her und schiebt es wieder raus. Dann gibt es Switches, die machen Cut and Through, das heißt, die gucken sich den Header von dem Paket an, warten sozusagen, bis die Information da ist und schieben den Rest, während der noch reinkommt, sozusagen schon an den richtigen Port raus. Dann gibt es halt noch Replikationen, das heißt, ich kann halt zum Beispiel einen Mirror Port konfigurieren und kann sagen, so, ich möchte jedes Paket gerne dupliziert haben auf einem anderen Port, um die Daten aus irgendwelchen Analysegründen dann halt nochmal mitzuschnorcheln. Das sind ja grob so diese Aufgaben eines Switches. Da gibt es vielleicht nochmal ein paar Ecken und ein paar Kanten. Wenn das ein paar viele MAC-Adressen werden an so einem Switch, dann ist das je nachdem, wie der Hersteller das implementiert hat, unterschiedlich. Es gibt Hersteller, die schieben dann halt ein Paket auf allen Ports raus. Das heißt, der Speicher für die MAC-Adressen an einem Port, der ist halt begrenzt. Also es gibt halt nicht unbegrenzt viele MAC-Adressen, die so ein Switch lernen kann. Und wenn der Speicher voll ist, dann gehen die meisten her und senken halt die Zeit, die diese MAC-Adressen in der Tabelle drin sind. Das heißt, die altern schneller raus, damit wird wieder Speicher frei und der kann neu reintun. Wenn das auch nicht hilft, gibt es halt nur die Variante, dann halt umzuschalten, dass sozusagen ein Broadcast-Modus ist, dann hat man einfach keinen Switch mehr, sondern Hub. Jedes Paket kommt an allen Ports raus. Kann auch als Attacke benutzt werden, weil ich im Grunde ja forcieren kann, dass der viele MAC-Adressen lernt. Ich muss ja nur einfach Pakete abschicken mit verschiedenen Quelladressen und dann würde der Switch halt diese MAC-Adress-Tabelle sozusagen überfüllen und dann wird er irgendwann mir vielleicht auch Daten schicken, die ich selber normalerweise gar nie bekommen würde, weil der ja die MAC-Adresse, für die das Paket bestimmt war, in meinem Port gar nicht gelernt hat. Genau, das mal so ganz grob zu Switches. Was Thomas natürlich jetzt unterdrückt hat, ist die Schweigeminute. Ach so, genau. Wir haben auf dem letzten D-Noc gelernt, einige waren vielleicht dabei, Layer 2 ist tot. Wir sind hier bei How to Build the Internet, das heißt, wir bauen große Netze. Thomas hat gerade schon referiert, es gibt so ein paar Probleme, wenn man sich nur Ethernet oder Layer 2 anguckt, das skaliert nicht so richtig gut. Wenn man über Terabit-Scale redet, wie Olli das vorhin getan hat, macht man da auch kein Layer 2 mehr, sondern versucht das möglichst klein zu halten und nur noch über Layer 3 zu sprechen, also über Routing. Also es geht also dahin, dass die Layer 2 Domänen immer kleiner werden und wir versuchen nur noch zu routen. Daher die Aussage, Layer 2 ist tot. Bitte um eine Schweigesekunde. Genau. An die meisten Probleme kommt man in Layer 2 dann ran, wenn man versucht, redundante Wege zu bauen. Das heißt, immer dann, wenn ich irgendwo redundante Wege habe, die ich nicht link-aggregieren kann, muss ich irgendeinen Link abschalten, sonst gibt es halt einen Loop, weil der dann halt Pakete irgendwo im Kreis schicken würde.
Und das ist eigentlich eine der Hauptherausforderungen. Da, außerdem kann man dann halt ohne Link-Aggregierung das nicht schön Multipathing irgendwo konfigurieren. Das heißt, ich kann nicht mehrere Wege aktiv nutzen, sondern ich habe immer im Grunde verschenkte Kapazität, wenn ich nicht Special-Vendor-Equipment habe, was halt Link-Aggregierung über mehrere Geräte hinweg kann. Das ist eigentlich auch ein Hauptproblem. Was dann wieder proprietär ist. Genau. Ja, IPv4 ist alt. Wir wollen jetzt an der Stelle mal einen Disclaimer absetzen. Die meisten, eigentlich alle, glaube ich, Folien, ja, sind hauptsächlich mit IPv4 und wir würden nicht empfehlen, das in Produktion so zu tun, sondern wir würden immer empfehlen, IPv6 natürlich zu deployen, der Einfachheit halber und der Geschwindigkeit halber haben wir jetzt gesagt, wir verzichten an der Stelle mal auf IPv6, weil die meisten, ja, eigentlich alle Methoden, die wir jetzt so zeigen oder alle Dinge, die wir jetzt vermitteln, die funktionieren in IPv4 halt analog zu IPv6. Das heißt, ja, Disclaimer heißt jetzt, blamet uns nicht dafür, dass wir nur IPv4 darstellen und ihr würdet in Produktion besser IPv6 deployen. Und unsere Ausrede ist, dass wir relativ wenig Zeit haben hier. Genau. Ja, der IP, ein IP-Header, das war so das, wo wir dachten, wir starten mal. Das heißt, wir haben erstmal nochmal Einordnung in dieses OSI-Modell. Wir haben erstmal halt die physische Schicht. Danach haben wir halt, das ist quasi der unterste Layer, danach haben wir den Layer 2, da ist halt ja, MAC-Adressierung, haben wir gerade drüber gesprochen, Switching. Das nächste, was wir dann irgendwo so in dem Stack haben, ist mal irgendwo IP. Und wir haben gedacht, wir zeigen mal so einen IP-Header, was da überhaupt drin ist. Ja. Im Grunde ist das einfach eine definierte Anordnung von Bytes. Ja. Das heißt, es gibt einen IP-Header halt eine gewisse Reihenfolge, in der Informationen darin transportiert werden. Und das Wichtigste, was wir eigentlich mal erwähnen wollten, war eigentlich dann halt die Time to Live. Das finden wir jetzt quasi in der dritten Zeile auf der linken Seite. Die wird im Grunde bei jedem ja, Router, der quasi das Paket weitergibt, dekrementiert. Das heißt, ein Paket wird mit einer gewissen TTL auf die Reise geschickt. Da steht initial halt eine Zahl drin. Und jeder Router, der dieses Paket nimmt und weitergibt an ein anderes Netzwerksegment, der dekrementiert diesen Wert. Wenn der den Wert 0 erreicht, dann wird das Paket weggeworfen. Der Hintergrund ist, dass man halt keine Geisterpakete im Netz haben will. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo eine Routing-Schleife haben oder sowas, dann möchte man ja, dass dieses Paket nicht ewig lang im Netz rumgeistert, sondern möchte man eigentlich, dass das Paket nach ja, Erreichen einer gewissen Anzahl von Hops einfach stirbt. So, weil die Informationen da halt nicht ankommen, sondern im Kreis laufen. Genau, das ist eine. Das andere ist halt ja, die Information darüber, welches Protokoll in diesem Paket transportiert wird. Das ist ja, neben der Time to Live. Dann haben wir natürlich noch offensichtliche Dinge drin. Ja, Source IP, Destination IP. Genau, das sind im Grunde mal so die wichtigsten Dinge, die in so einem IP-Paket drin sind. Es gibt noch ein paar andere Informationen, über die man im Detail auch sicher noch mal reden kann. Genau. Mal ein historischer Abriss. Der Disclaimer da oben ist ganz, ganz wichtig. Das, was ich jetzt erzähle, ist nicht mehr aktuell. Ich erzähle es trotzdem. Das liegt daran, dass es heute noch im Jahre 2016 Lehrer an Berufsschulen und sonst wo gibt, die das unterrichten als State of the Art. Das halte ich für ganz grob fahrlässig und bin also daran, und mir ist daran gelegen, als Ausbilder auch selber, dass Menschen wissen, dass das nicht mehr der Realität entspricht. Aber es ist zum historischen Verständnis trotzdem wichtig. Es gab vor langer, langer Zeit mal 5 Netzwerkklassen, A bis E. Die meisten davon, also A bis C, wird man vermutlich kennen, zumindest schon mal so grob gemerkt haben, dass sich auch manche Unix-Systeme so verhalten, wenn ich da eine IP aus der ersten Hälfte des IP-Spaces konfiguriere und keine Netzmaske angebe, bei ifconfig zum Beispiel, setzt er da automatisch eine bestimmte Netzmaske drauf. Das kommt hierher. Was die meisten Leute gleichsetzen, ist, Class A heißt /8, Class B heißt /16, Class C heißt /24er Netz. Also mit entsprechender Netzmaske erzählen wir gleich noch ein paar Takte mehr dazu. Der entscheidende Punkt, der hier dann meistens unterschlagen wird, ist, dass hier vorne das Binary-Prefix noch dazugehört. Das heißt, diese Klassen teilen den IP-Space vollständig auf. Ich kann also nicht sagen, wenn ich irgendwie ein großes Netz, also ein /16 aus diesem IP-Bereich habe, dass das deswegen sofort Class B ist. Das ist Blödsinn. Also wichtig zum Mitnehmen, es gab mal Klassen vor langer, langer, langer Zeit. Hier kann man nachlesen, warum das tot ist und warum und seit wann. Da drin wurde Classless Interdomain Routing definiert, dazu gleich noch ein bisschen mehr.
Und es gehören immer zusammen der IP-Space und dann die Klasse. Solltet ihr also jemanden treffen, der das anders erklärt, bitte korrigieren. Danke. Nochmal eine Sache für alle, die sich jetzt fragen, was ist eine Netzklasse? Subnetzmaske hat ja jeder schon mal eingehackt irgendwo. Die bestimmt im Grunde darüber, welche anderen Netzwerkteilnehmer zu meinem eigenen Subnetz gehören. Das heißt, die Information IP-Adresse mit der Information Netzmaske lässt einen Computer bestimmen, ob ein anderer Netzwerkteilnehmer zum eigenen Netzwerk gehört oder nicht. Genau. Das Einzige, was von dieser Folie noch stimmt, das sollte man dazu sagen, diesen Block D gibt es nach wie vor. Das sind Multicast-Adressen. Also wenn ich nicht nur einen Rechner erreichen möchte, sondern eine Menge von Rechnern, benutze ich Multicast. Das ist das Einzige, was aus dieser Tabelle nach wie vor Bestand hat. Ja. Statische Zuordnung von irgendwelchen Adressblöcken, also beziehungsweise fixe Größen von Netzen, hat man irgendwann rausgefunden, sind vielleicht nicht so unbedingt praktisch. Und man ist dazu übergegangen, Classless Interdomain Routing zu machen. Das bedeutet im Klartext, wenn man jetzt sich diese Subnetzmaske anguckt, die meisten haben schon mal eine /24 Subnetzmaske verwendet zu Hause. Das heißt, dass in allen drei ersten, vor den drei ersten Punkten steht 255. Das heißt, ich habe in Summe 24 Bits, die auf 1 sind. Bedeutet im Umkehrschluss, der letzte Teil von der Adresse, die ich da eingebe, ist variabel in dem Netzwerk. Das heißt, alle, die mit denselben ersten drei Zahlen da konfiguriert sind, gehören zum selben Netzwerk. Das heißt, wir haben jetzt mal eine Darstellung quasi mal gemacht, wie so eine Subnetzmaske eigentlich binär aussieht, weil das ist der relevante Teil. Wenn man die binär darstellt, dann hat man halt diese Slash-Notation auf der linken Seite in der Zahl der Einsen. Das heißt, wenn man jetzt über /24 redet, dann hätten wir halt 24 Einsen, das wäre halt 3 mal 255. Man kann natürlich jede andere beliebige Subnetzmaske jetzt wählen. Das heißt, ich kann damit sagen, okay, mein Netz soll halt größer werden. Das heißt, ich habe mehr Bits hinten zur Verfügung, um die Hostadresse zu definieren. Oder ich kann sagen, mein Netz soll kleiner werden, dann habe ich weniger Bits zur Verfügung. Wenn ich jetzt eine /24 Subnetzmaske habe, habe ich halt 8 Bits zur Verfügung, um einen Host in diesem Netzwerk zu adressieren. Das Problem daran ist, dass es halt ziemlich schnell komplex wird, weil diese dezimale Darstellung einer IP-Adresse das nicht so schön abbildet. Man kann halt in der dezimalen Darstellung einer IP-Adresse nicht sofort erkennen, welche Bits davon jetzt sozusagen zu dem eigenen Netz gehören und welche nicht. Dafür muss man sich halt so eine IP-Adresse halt am binär aufschreiben oder einen IP-Rechner verwenden oder das im Kopf machen. Genau, ich habe jetzt einfach mal random ein paar Subnetzmasken mal so dargestellt. /25 heißt halt, ich halbiere das Netzwerk, was man typischerweise zu Hause verwendet, in zwei Teile, indem ich ein Bit von dem Adressraum wegnehme und dann habe ich zwei separate Netze. Das eine Netz, das geht halt von 0 bis 127 und das andere Netzwerk geht dann halt von 128 bis 255. Das kann man natürlich auch in die andere Richtung machen, das heißt, ich könnte jetzt auch aus dem /24 halt, also ich könnte auch zwei /24, die benachbart sind, zusammenfassen zu einem /23. Das heißt, ich würde ein Bit von diesem Netzteil sozusagen wegnehmen und den zu dem Hostteil dazu nehmen. Das heißt, ich habe dann halt in Summe nur noch 23 Bits und habe aber ein Bit mehr zur Verfügung, um Hosts in dem Netzwerk zu adressieren. Das heißt, ich kann in diesem Netzwerk dann 512 Hosts betreiben. Genau. Was man halt ab und zu auch nochmal sieht, ist halt /16, das ist halt 255, 255, sind 16 Einsen, die 16 Bit auf dem hinteren Teil kann ich dann halt wiederverwenden, um Host zu adressieren, in Summe halt dann 65.500, genau, 36, ja. Genau, die erste Adresse im Netzwerk ist immer die Netzadresse, die letzte Adresse im Netzwerk ist immer die Broadcast-Adresse, das ist per Definition so, einzige Ausnahme ist /31, /31 heißt, ich habe nur noch ein Bit zur Verfügung, um einen Host zu adressieren. Da bleibt nicht mehr viel übrig für Netz- und Broadcast-Adresse, weil es gibt halt nur zwei Teilnehmer in diesem Netzwerk. Warum hat man das gemacht? In Summe haben wir 32 Bit für eine IPv4-Adresse übrig. Also die haben wir von vorne bis hinten, das heißt, die können wir benutzen. Das kleinste Netzwerk, was man damit bauen kann, nach der Definition, die Thomas gerade genannt hat, muss also 4 IPs haben. Ich brauche eine, die das Netzwerk angibt, 2 IPs für echte Rechner und eine Broadcast-Adresse. Wenn da sowieso nur 2 Rechner dran sind, ist eine Broadcast-Adresse relativ überflüssig. Wenn ich beide erreichen will, einer bin ich selber, der andere ist klar.
hat man vor ein paar Jahren definiert, dass es auch Slash 31 gibt, also wo man wirklich nur noch ein Bit übrig hat. Das heißt, man kann auch nur zwei Rechner da rein konfigurieren, spart aber zwei IP-Adressen, die man noch woanders nutzen kann. IPv4 ist alle, deswegen ist das relativ wertvoll. Mittlerweile können das, glaube ich, auch alle Geräte. Linux kann es schon länger. Außer Edge-Router. Nee, Edge-Router nicht, aber Mikrodeck-Router war das, genau. Man wundert sich. Genau. Und man hat im Provider-Umfeld im Grunde ja ziemlich viele, ziemlich kleine Netze, weil das Netzwerk ist halt geroutet und auf jedem Link, den ich irgendwo habe zwischen zwei Routern, brauche ich halt auch eine IP-Adresse für jedes Ende. Und das ist im Grunde der Grund, weil so größere Netze, in denen auch Hosts unterwegs sind, gibt es halt in so einer Provider-Infrastruktur vielleicht nicht so viele. Genau. So ein paar IP-Bereiche, die man kennen sollte oder schon mal gesehen haben sollte, die eine besondere Bedeutung haben. Das erste hat vermutlich schon mal jeder gesehen, der sich unter Linux oder auch Windows oder macOS oder Solaris, was auch immer, die Netzwerk-Config angeguckt hat. Da gibt es üblicherweise ein Interface, das heißt LO, Loopback, Loopback 0 oder ähnliches, irgendwas in dem Namensbereich. Da wird die IP 127.0.0.1 drauf konfiguriert sein. Die ist per Definition immer das lokale Gerät, auf dem ich gerade bin. Das macht viele Dinge relativ einfach. Wenn ich mit mir selber reden will, kann ich immer per Definition diese IP benutzen. Auf vielen Geräten ist sogar das komplette Slash 8 konfiguriert. Das heißt, auf Linux kann ich 127.1.2.3 pingen und es funktioniert trotzdem, auch wenn die IP gar nicht da ist. Im Windows ist da pinziger, da muss man die nehmen, die wirklich konfiguriert ist. Es ist aber ein komplettes Slash 8, heißt also knapp 16 Millionen IPs sind gerade mal verblasen für den lokalen Rechner per Definition. Hat man mal gemacht, als es noch genug IPs gab. Was gibt's noch? Die nächsten drei werden die meisten schon mal gesehen haben. RFC 1918 besagt, dass es IP-Bereiche gibt für Private Use. Die kann jeder benutzen, die sind im Internet nicht eindeutig. Kann ja halt jeder benutzen, deswegen gibt es Doppelungen. Und sie sind im Internet auch nicht geroutet. Wer Pakete mit so einem Ziel ins Netz schickt, hat eigentlich die Garantie, dass sie nie ankommen werden. Da gibt es einmal einen großen Bereich, das 10er-Netz, einen mittelgroßen Bereich und einen immer noch relativ großen, aber kleineren Bereich. Das heißt, die kann jeder frei benutzen, wie er mag. Wir werden nachher 10er IPs benutzen. Es gibt noch den APIPA-Bereich oder die Link-Local-Adressen. Es ist so definiert, wenn irgendein Rechner versucht, DHCP zu machen, kriegt keine IP-Adresse, weil kein Server da, weil Pool alle, vergibt er sich aus dem 169.254er-Netz selbstständig eine IP. Ich glaube, die wird aus der MAC-Adresse berechnet oder zufällig gewürfelt. Mhm. Sinn der Übung ist, dass zwei Rechner, die ich direkt miteinander verbinde, ohne Infrastruktur, immer miteinander reden können. Das ist quasi auch ein Private-Use-Bereich, auch nicht eindeutig. Vor ein paar Jahren kam noch dazu 100.64/10, also alles mit 164 bis 64 hoch. Mhm. Auch ein ziemlich großer Bereich. Das hat man definiert für Private-Use für Carrier. Warum macht man das? IPs sind alle, Leute wie Unity Media machen schon DS Lite, sprich sie vergeben nur noch V6 Adressen öffentliche und es wird bei Unity Media genattet, weil sie einfach keine öffentlichen IPs mehr haben. Dass die IPs aus dem RFC 1918 Space benutzen, um sie ihren Kunden zu geben, ist eher dämlich, weil man nicht weiß, was die Kunden intern für IPs konfiguriert haben. Deswegen gibt es zusätzlich diesen Carrier Grade NAT Bereich. Das heißt, Leute wie Unity Media oder ähnliche könnten, ich weiß gar nicht, ob es jemanden gibt, der das auch tut, wir vom Rheinland-Backbone machen das zum Beispiel, um eine Kollision zu vermeiden, könnten aus dem 100.64er-Bereich IPs an Kunden vergeben, weil relativ eindeutig sein sollte, dass niemand die intern benutzt. Tut man es doch, als Kunde hat man dann leider Pech gehabt. Aber das ist so der private Bereich für Carrier. Ja, privater Bereich, das heißt nicht Eindeutigkeit, grenzt ja die IP-Adressen jetzt ab von anderen IP-Adressen. Der normale Weg, an eine IP-Adresse ranzukommen, die global eindeutig ist, die führt halt zu einem Provider. Der Provider ist halt eine Local Internet Registry, die von der RIPE quasi ein Stückchen IP-Space abbekommen hat. Die RIPE ist eine Regional Internet Registry, die hat IP-Blocks von dem globalen IP-Pool bekommen. Solche Regional Internet Registries gibt es halt mehrere. Es gibt halt die APNIC, zum Beispiel die RIPE, ARIN, und die sind halt immer für einen größeren Bereich auf der Erde da, IP-Adressen zu vergeben. Die RIPE macht das halt für den europäischen Kontinent. Und so kommt man halt an global eindeutige IP-Adressen. Das ist für VO4 jetzt vielleicht nicht mehr so einfach, eigentlich vielleicht auch unmöglich, außer man wird selber halt zu einem Provider und macht da halt diese LIR-Mitgliedschaft. Und für V6 kann man sich das halt bei einem Provider besorgen. Es gibt dann halt dafür Möglichkeiten, da dran zu kommen. Genau. Ja, Routing. Wir wollten jetzt mal erklären, wie kommt überhaupt so ein Paket von A nach B.
Das heißt, wenn jetzt ein Paket auf die Reise geht, dann muss der Computer ja eine Entscheidung treffen, auf welcher Netzwerkkarte dieses Paket überhaupt abgeworfen werden soll. Also der einfachste Fall ist, also wir haben jetzt mal eine Routing-Tabelle dargestellt, wir haben 192.68.42.0/24 auf ETA0, das ist halt eine konfigurierte IP-Adresse auf dem Interface und darum, weil die Netzmaske /24 ist, kann er alles, was mit 192.168.42 anfängt, auf diesem Interface lokal abwerfen. Was heißt jetzt lokal abwerfen? Das heißt dann halt konkret, dass der Rechner einen ARP-Request startet und sagt so, who has 192.168.42.13. Das würden alle anderen in dem Netzwerksegment mitbekommen und würden dann, wenn die dann diese IP-Adresse konfiguriert haben, eine Antwort schicken und sagen, ja, ich habe mit folgender MAC-Adresse diese IP-Adresse konfiguriert. Damit weiß dann der Rechner Bescheid, also der das Paket an das Ziel absenden will, an welche MAC-Adresse er dieses Paket jetzt zustellen muss. Das heißt, er packt dann ein IP-Paket, das adressiert er auf Layer 2 sozusagen, wieder Schicht, ne? Auf Layer 2 an die Ziel-MAC-Adresse von dem Computer, der ihm die Antwort geschickt hat und an die Ziel-IP, an die er die sowieso schicken wollte. Das ist der einfachste Fall. Warum ist das wichtig? Nur mit IPs kann ich nicht miteinander reden, weil sich zwei Rechner, die direkt miteinander verbunden sind, nur über Layer 2 unterhalten können, also das Data Link Layer, was direkt über dem Kabel liegt. Das arbeitet im Fall von Ethernet mit MAC-Adressen. Das heißt, das ist die einzige Chance, ein Paket von einem Rechner übers Kabel zu einem anderen zu kriegen. Also benutzen wir das ARP-Protokoll, Address Resolution Protokoll, dafür, um diesen Kleber zwischen IP-Adressen und lokaler Zustellung über MAC-Adressen zu machen. Genau. Jeder Rechner, der maintaint dafür halt noch einen ARP-Cache. Das heißt, wenn man jetzt ARP-Requests geschickt hat, dann will man die jetzt nicht vielleicht bei jedem IP-Paket neu schicken. Und dafür merkt sich der eigene Rechner, welche anderen Netzteilnehmer es in einem Netzsegment noch gibt. Das kann man sich selber auch angucken. Gibt es halt ein ARP-Kommando und mit dem kann man sich halt angucken, was gerade in dem ARP-Cache von einem eigenen Computer drin ist. Welche MAC-Adressen der alle so kennt aus dem Netzwerk. Sind in der Regel halt die, mit denen er oft kommuniziert, vielleicht halt nur der Default-Router, je nachdem, genau. Die zweite Variante ist, ich finde das Netzwerk, an das ich ein Paket schicken möchte, nicht direkt. Ich habe vielleicht dann nur eine Route, die zu diesem Netzwerk hinführt. Im einfachsten Fall eine Default-Route. Default-Route heißt, ich habe als Zielnetz sozusagen eine Route, die hat 0.0.0/0. Die fängt im Grunde alle IP-Pakete ein. Das Routing generell funktioniert nach dem Prinzip, dass das spezifischste Eintrag in einer Routing-Tabelle ausgewählt wird. Das heißt, 0.0.0 wird man jetzt sagen, so, wenn das von der Priorität ganz oben ist, dann schickt der vielleicht alles dahin. Das ist nicht so, sondern der guckt halt, welcher Eintrag in der Routing-Tabelle am spezifischsten auf das Ziel passt und der wird selektiert. So, im Fall .0.0.0.0, der hat jetzt ein Paket, das soll, was nicht, zu einer 172.16 Adresse, dafür hat der erstmal keinen Routing-Eintrag, gibt dieses Netzwerk nicht lokal verbunden an dem Rechner, es gibt auch keine statische Route für irgendwas, also würde der das erstmal an den Default-Router schicken. Das ist das, was man auch unter Default-Gateway halt in der IP-Konfiguration halt angeben kann. Was dann passiert ist, der muss wieder Layer 2 erstmal den Default-Router überhaupt finden, dafür schickt der erstmal wieder einen ARP-Request raus und fragt so, ja, wer hat denn 192.68.42.1 konfiguriert? Dann sagt der Router so, ja, habe ich schon konfiguriert, ich habe auch eine MAC-Adresse und schickt eine Antwort. Und dann passiert Folgendes, dann packt der Computer das Paket ein und der packt das ein mit der MAC-Adresse auf Layer 2 von dem Router, weil das auf dem Medium bei dem Router ja ankommen soll. Und der packt die Ziel-IP ein von dem Paket 172.16 irgendwas, wo das eigentlich hin soll. Das heißt, das Paket wird dann bei dem Router ankommen, obwohl das an der Ziel-IP-Adresse in einem anderen Netz gerichtet ist. Der Router packt das Paket wieder aus und würde dann halt den normalen Routing-Vorgang bei sich lokal starten. Das heißt, in dem Paket wird immer die MAC-Adresse im lokalen Segment halt gesetzt, wenn es zum Beispiel zu einem Router gehen soll, und die Destination-IP bleibt halt erhalten, übergreifend. Der Router würde dann halt natürlich die TTL wieder dekrementieren, wenn er das weiterleitet, bis die halt irgendwann mal 0 ist oder wenn es vor 0 am Ziel angekommen ist, ist halt auch gut. Keiner hat gemoppert, das ist ein Fehler auf den Folien, wie mir gerade auffällt. Thomas hat es richtig erklärt, es steht aber falsch da. Diese Routing-Tabelle würde nicht funktionieren. Es sind ja nur die zwei Einträge drin, das heißt, der Rechner hat einen Eintrag, was auf seiner Netzwerkkarte, heißt unter Linux Ethernet 0, für ein Netz anliegt, aus welchem Bereich er eine IP hat. Das Default Gateway ist aber leider nicht aus diesem IP-Bereich, also der Next-Hop da unten.
Heißt, dieser Rechner hätte keine Chance, irgendein Paket loszuwerden. Jetzt gibt es so eine Spezialität, mit der man das heilen könnte. Man könnte halt jetzt auch eine Interface-Route setzen für dieses 192.168.0.1 und könnte sagen, okay, diese IP-Adresse, auch wenn die nicht zu dem konfigurierten Subnetz gehört, die findest du halt trotzdem auf diesem Link. Dann würde er halt dafür auch wieder ARP-Request machen und gucken, ob er das irgendwie finden kann. Das heißt, ich kann den Rechner damit zu zwingen, auf einem bestimmten Interface einen ARP-Request zu schicken, wenn ich weiß, dass halt auf dem Interface irgendwo diese IP-Adresse im Netz existiert. Wenn man das tun muss, hat man meistens aber irgendwas Dreckiges konfiguriert. Ja, das macht zum Beispiel Hetzner, wenn die einzelne... ja, ich komme... wenn die einzelnen IP-Adressen an Hosts vergeben. Genau, da liegen manchmal auch liegt das Gateway manchmal auch außerhalb des Subnetzes, außerhalb des eigenen Subnetzes. Und dann konfiguriere ich quasi eine statische Interface-Route da rein und dann führt das dazu, dass mein eigener Root-Server einen Request auf dem Segment schickt für eine IP-Adresse, die nicht in meinem eigenen Subnetz liegt. Da kriegt er auch eine Antwort drauf, kein Problem. Und dann schickt er die IP-Pakete halt mit der MAC-Adresse von dem Router zum Ziel. Genau. Der Knackpunkt beim Routing, den man sich klar machen sollte, ist, jedes Gerät, was irgendwie IP-Pakete von rechts nach links, von oben nach unten oder vorne nach hinten bewegt, hat eine eigene Sicht auf das Netzwerk und zwar nur die. Also ich von hier sehe, wie ich zu jedem von euch komme. Wenn ich mich irgendwo anders hinstelle, sieht das Ganze schon anders aus. Das heißt, die Routing-Entscheidung trifft jedes Gerät für sich und wirft ein IP-Paket in die richtige Richtung, nach eigenem Wissen und Glauben, was die richtige Richtung ist. Es kann also sein, wenn ich hier nach Reihe 3 möchte, ich also einmal außen rumlaufe, weil ich glaube, dass das der beste Weg ist oder alle Stellen dazwischen mich so schicken würden. Da werden wir uns gleich auch noch eingehend mit beschäftigen, vermutlich nach dem Mittagessen. Wir werden das auch alles ausprobieren. Ihr werdet auch gleich mal eine ganze Menge Routen setzen müssen. Genau. Dann haben wir das Thema Forwarding noch. Immer dann, wenn sozusagen ein Paket bei mir eintrifft, was nicht direkt für mich selber ist, sondern was ich sozusagen weiterschicken muss, um das zum Ziel zu bringen, dann sprechen wir über Forwarding. Das Forwarding ist bei Linux halt per Default aus, muss ich halt extra einschalten. Also IP-Forwarding muss man einschalten, damit der überhaupt Pakete weiterleitet. Das Default-Verhalten wäre halt so, da kommt ein Paket an mit einer Ziel-IP-Adresse auf dem Interface, dann verwirft er es einfach so, wenn das nicht seine eigene IP-Adresse ist. Wenn ich das IP-Routing einschalte, wird er das Paket nehmen, wird in seine Routing-Tabelle so reingucken, was habe ich denn da so an Ziel-IP-Adressen und wird das dann halt auf den Weg schicken, wo es halt am nächsten weitergeht. Genau. Ist jetzt so ein bisschen Haarspalterei. Aber Routing ungleich Forwarding. Routing tut jedes Gerät, Routing tut euer Handy. Es muss wissen, wo muss ein Paket hin. Das heißt, diese Routing-Entscheidung trifft es. Forwarding wird es vermutlich nicht tun, weil es keine Pakete von rechts nach links weiterleitet. Wobei, vielleicht tut es das, wenn es ein WLAN-Hotspot ist. Dann macht es sogar auch Forwarding. Genau. Pakete werden dekrementiert, haben wir schon gesagt. TTL, bis sie abgelaufen ist. Genau. Ja. Netzwerkkonfiguration. Gibt so ein paar Dinge, die haben sich in der letzten Zeit geändert und wir haben gesagt so rest in peace, ifconfig, route, WLAN, BA-CTL, TUN-CTL, kurze Schweigeminute. Kurzer Erklärbär, warum sind die alle gestorben? Also sie funktionieren alle noch, sie gehen alle noch, man kann sie noch benutzen, man sollte sich das aber langsam abgewöhnen. Warum? IFconfig kann zum Beispiel meines Wissens keine zweite IP-Adresse auf ein Interface konfigurieren, mittlerweile geht das ja. Das heißt, man macht so Konstrukte wie ETH0 Doppelpunkt0 unter Linux, hat also nachher einen Arsch voll Interfaces, auf dem jeder nur eine IP drauf ist, das ist schon doof. Es kann lange Interface-Namen nicht korrekt anzeigen. Da bin ich mal in einen sehr bösen Bug gelaufen mit Heartbeat, also wollte eine Failover-IP haben auf einem Cluster. Der guckt sich an, nachdem er es konfiguriert oder dekonfiguriert hat, hat das geklappt, was ich gerade gemacht habe, kann das aber leider nicht feststellen, weil ifconfig nicht den ganzen Namen anzeigt. Bam, Kiste bootet. Ja. Sucht man mal eine Weile nach. IPv6 ist dann auch so ein Thema. Viele der Sachen sind etwas angefasst worden, als IPv6 kam. Manche schlechter, manche besser. Ja. Das ist eher die Liste der Dinge, die schlechter geworden sind, zumindest die ersten beiden. Ich glaube, Root kann gar kein IPv6. Das Root-Binary. Bin ich mir nicht ganz sicher, habe ich nie mehr benutzt. Das WLAN-Binary ist auch relativ easy. Ich klebe ein WLAN-Tag auf Pakete drauf oder baue mir dafür Interfaces. Wurde auch weggeschmissen. Funktioniert alles noch. Kann man aber alles mit dem Schweizer Armeemesser machen, das wir gleich noch vorstellen. BRCTL configured bridges. Wenn ich also mein Linux-System zu einem Switch machen möchte, mehrere Netzwerkkarten, externe oder virtuelle Netzwerkkarten intern, alle auf Layer 2 verbinden möchte, kann ich das mit einer Bridge machen. Ich stelle also die Funktionalität eines Switches her. Kann man mittlerweile auch mit IP machen. TAN-CTL zum Befummeln von Tunnel-Interfaces brauche ich auch nicht mehr, auch das kann das Schweizer Armeemesser.
Ja, jetzt haben wir kurz über WLANs gesprochen, haben auch noch gar nicht erzählt, was das so richtig ist. In dem Header eines Pakets, ja, gibt es auch ein Feld, das ist dazu da, die WLAN-ID zu signalisieren, in der dieses Paket transportiert werden soll. Die WLAN-ID ist so ein bisschen was wie eine Maskierung, kann man sich so vorstellen. Das ist halt so ein Tag, das klebt der sendende Gerät oder irgendein Gerät auf dem Weg dazwischen an dieses Paket dran. Und das signalisiert dem Switch so, da kommt ein Paket rein und bitte schickt dieses Paket nur auf den Ports raus, die auch Mitglied in diesem WLAN sind. Ja, das heißt, ich kann jetzt an Ports konfigurieren, die sollen den Datenverkehr empfangen von zum Beispiel allen WLANs oder die sollen Datenverkehr nur dann empfangen, wenn da ein bestimmtes WLAN-Tag auftritt. Das heißt, der Switch mal im einfachsten Fall. Es gibt da noch eine Unterscheidung zwischen Tagged und Untagged. Wenn man ein Tagged-Paket hat, ist da halt so ein WLAN-Tag dran. Also da ist die Information enthalten, zu welchem WLAN dieses Paket gehört. Und wenn man jetzt im einfachsten zwei Ports hat, die tagged sind, dann schickt ein Server ein Paket auf den Weg, in dem steht halt drin WLAN 5. Und dann wird der Switch halt schauen, so, welche Ports habe ich denn jetzt, die auch entweder untagged, also ohne WLAN-Tag, zu WLAN 5 gehören, oder welche Trunk-Ports, also welche Ports, auf denen alle WLANs kommuniziert werden können, gehören zu WLAN 5. Also welche sind da berechtigt, Pakete zu empfangen. Und dann trifft der Switch halt die Entscheidung, an welchen Ports er dieses Paket halt rausschicken kann. Es gibt natürlich jetzt noch Ports, die untagged sind. Da hat der Switch sozusagen die Konfiguration. Wenn da jetzt ein Paket eintrifft von einem Gerät, was kein WLAN-Tag da dran gehangen hat, dann trifft das bei dem Switch ein und der Switch, der würde an dieses Paket dann halt an WLAN-Tag dranhängen, zum Beispiel, weiß nicht, WLAN 5, und wird das dann halt, wenn das Paket an einem Port den Switch verlässt, der tagged ist, auch an das Paket dann wirklich anhängen. Das heißt, man sieht das hinterher auch in dem IP-Paket. Warum macht man den Zauber? Gerade wenn man größere Netze hat, meistens im Access-Bereich, wie zum Beispiel in der Uni für 20.000, 30.000 Leute, hat man schon mal so, ich glaube, wir haben 30.000 Ports in Summe. Das sind schon mal genug Switche, die man administrieren muss. Wenn ich jetzt für jedes Netz einen eigenen Switch bräuchte, weil es ein eigenes Layer-2-Segment sein soll, die nicht miteinander reden können, sondern geroutet werden müssen, bräuchte ich noch echt viel Hardware. Also nutzt man WLANs, um die Switche virtuell zu partitionieren, nach dem Modell, das Thomas gerade beschrieben hat. Genau. Dann das WLAN, also eine Sache noch, das WLAN kann halt ein WLAN-ID sein zwischen 1 und 4096. Da gibt es jetzt noch Spezialitäten von bestimmten Herstellern. Man kann halt bestimmte Cisco-Switches haben. Die können zum Beispiel WLAN, weiß nicht, 35.000 oder sowas können die von alleine erstmal nicht. Die alten Cisco-Switche konnten WLANs bis 254, glaube ich. Das ist vor so 10, 15 Jahre her. Wenn man noch etwas neuere Geschichten hat, ich glaube, das Ding, was ich gerade geschenkt gekriegt habe, ist so 10 Jahre alt, gibt es noch auch so Altlasten aus Token Ring und FDDI. Also Token Ring ist so ein Ringnetzwerk, manche mögen sich erinnern. FDDI ist dasselbe mit Glasfaser statt Kupfer. Dafür gibt es auf alten Cisco-Switches die WLANs 1001 bis 1005, die blockiert sind, die ich auch nicht anders benutzen kann. Da bin ich die Tage sehr hart reingerannt. Ja. Max hat es gerade schon angedeutet, IP-Route, das Schweizer Taschenmesser für Netzwerker. Da ist im Grunde alles drin in so einem konsistenten Befehlsschema. Damit kann ich halt die verschiedenen Dinge machen, die wir jetzt immer so aufgelistet haben. Ich kann da WLANs mit konfigurieren, ich kann damit Bridges einrichten, also quasi zwei Netzwerkadapter überbrücken, sei das jetzt virtuelle oder seien das physische Netzwerkadapter. Ich kann mit dem Tool halt IP-Adressen konfigurieren, kann damit Routen setzen und ich kann mir damit, ich habe ja gerade von dem ARP-Kommando gesprochen, ich kann mir damit auch diesen ARP-Cache zum Beispiel anzeigen lassen. Ist halt total gut, weil ich dann halt sehe, wer ist in meiner Nachbarschaft. Was wir noch nicht erzählt haben ist, es gibt ja für V6 noch quasi Neighbor Discovery, das neue ARP. Das kann die V6-Nachbarn finden. Das heißt, in V6 nennt man das nicht mehr ARP, sondern da ist das halt die Neighbor Discovery. Gibt es auch das Neighbor Discovery Protokoll. Das geht zum Beispiel nur mit IP. Für ARP gibt es ein eigenes Programm, das hätte in der Rest in Pieces Liste eigentlich auch noch auftauchen müssen. Das geht mit IP Nay beides. Wie funktioniert das Ding? Das Teil heißt einfach nur IP, das ist relativ kurz. Danach gebe ich an, womit ich arbeiten möchte. Layer 2, Adressen, Routen, Neighbor Cache, Tunneln, was auch immer. Und danach ist es eine relativ ähnlich aufgebaute Syntax immer. Wir zeigen gleich auch noch ein paar Grammatiken. Ja. Das Ding ist deswegen Networkers Best Friend, weil man es abkürzen kann. Also ich muss nicht schreiben IP-Link oder IP-Adjo oder IP-Root. Ich kann das abkürzen, soweit möglich. Also IPL tut auch. Oder IP-Root-Add kann ich abkürzen zu IPRA. Für Tippfaule hochgradig geeignet. Ja, genau. Ja,
das mal die Referenz zu IP-Link, was alles kann. Also ich kann damit einen Link aktivieren, ich kann damit quasi Promiscuous Mode einschalten, ich kann die MAC-Adresse damit setzen, ich kann damit die MTU setzen. Die MTU ist quasi die maximale Größe, ab der ein Paket quasi umgebrochen werden muss. Das heißt, dass die Größe, wie groß ein Paket sein kann, dass es auf dem Link transportiert werden kann. Kann halt sein, dass manche Links Pakete mit 1500 Byte, was der Default ist, halt nicht übertragen können. Genau. Das ist eine stark gekürzte Fassung, damit es sinnvoll auf die Folien passt. Das Ding ist im Zweifelfall noch dreimal länger. Die Hilfe kriegt man mit IP-Subcommand-Help, also IP-Link-Help habe ich das zum Beispiel rausgeklaut. Geht für jedes Kommando. Das Ding ist sehr schön selbsterklärend, die Man-Pages sind echt gut. Ja, dasselbe halt für IP-Adress quasi. Ich kann halt IP-ADDR-Add machen, um eine neue IP-Adresse hinzuzufügen. Die ganzen Kommandos gibt es halt auch nochmal mit IP-6. Dann kann ich halt IP-6-Add machen und kann eine IPv6-Adresse hinzufügen. Wobei ich das -6 nicht zwingend brauche. Das Ding ist nämlich schlau genug zu erkennen, dass man ihm eine V6-Adresse gibt und nutzt die einfach ohne zu moppern. Auch gut. Genau, sind wir im Lab angekommen. Das war jetzt aber schnell, ne? Ja. Gibt es noch Fragen aus dem Auditorium? Haben noch ungefähr eine Viertelstunde Zeit, bis zwingende Mittagspause ist. Gibt es noch Wissensdurst, den wir stillen können? Heute nicht, nein. Nee. Das haben wir aus Zeitgründen rausgehauen. Vielleicht, Johannes, wenn es sich entwickelt, aber ich glaube eher nicht. Ja. Doch. Also wir haben das deshalb gesagt, weil wir zusammen die DE noch besucht haben und wir hatten dann einen interessanten Vortrag, der genau darüber gesprochen hat, dass es eine Herausforderung ist, wenn man jetzt sehr viel Computing-Infrastruktur hat und mehrere Links parallel benutzen möchte, Ausfallsicherheit hinzubekommen und alle Links gleichzeitig zu benutzen. Und darum hat er gesagt, dass diese Probleme sind mit Layer 2 nicht effektiv nutzbar, effektiv lösbar. Und hat dann vorgestellt, dass er im Grunde komplett routet zu jedem einzelnen System in seinem Netzwerk. Das heißt, er spricht halt OSPF ZeroConf und der Switch, der dann am nächsten ist, kriegt die Informationen, welche IP-Adresse an dem Link dranhängt und verbreitet die dann weiter per BGP im eigenen Netzwerk. Und damit bekommt er halt auch sowas wie Equal Cost Multipathing und sowas, weil der die über mehrere Links sieht, diese Server in seinem Netzwerk und kann dann halt Pakete entweder über Link A oder Link B dahin schicken. Also das war halt einfach der Grund. Die haben gesagt so, wir haben eine riesige Infrastruktur, wir haben ganz viele Links und wir möchten nicht die Hälfte davon ungenutzt lassen. Gibt keine effiziente Lösung für das Problem in Layer 2, darum machen wir das einfach nicht mehr mit Layer 2, sondern machen das halt nur noch mit IP-Routing. Also es ist primär ein Thema im Datacenter-Bereich, wo man halt große Bandbreiten haben möchte. Das heißt, man channelt mehrere Links zusammen in Cisco-Sprech. Bei Linux heißt das Ganze Bonding. Kann IP übrigens auch mittlerweile. Und dann hat man das Problem, dass man Spanning Tree am Start hat. Layer 2 sollte ja loopfrei sein. Ansonsten passiert das, was Thomas vorhin sagte, dass Pakete eine Schleife drehen. Das will man nicht. Dann werden Links voll. Das gibt relativ schnell relativ fiese Effekte im Netz. Man sucht sich erstmal einen Wolf. Das heißt, wenn ich mehrere Pfade habe von meinem großen Router zu meinen Servern, die unten hängen in meinem Schaubild in der Luft hier, heißt das, dass ich mehrere Pfade davon tot machen muss, das heißt, es fließen keine Daten darüber. Ich verliere also Bandbreite, muss aber für teuer Geld im Rechenzentrumsbereich Switche, Links und Ähnliches bereitstellen. Das heißt, es kostet mich, es nutzt mir aber nur dann was, wenn eine der Kisten hochgeht und mein Failover funktioniert. Wenn ich das Ganze per Layer 3 mache, das Stichwort ist IP Fabric, wozu man schön viel googeln kann, werden alle Links gleichzeitig benutzt. Das erhöht ein bisschen die Komplexität, weil alle meine Server unten irgendeine Art von dynamischem Routing sprechen müssen. Also da sind wir wirklich im Datacenter-Bereich, wo das hochgradig relevant wird. Hm. Für Standard-Access-Netze wird man das einfach so weitermachen, wie man es bisher tut. Es gibt dann halt noch andere neue Herausforderungen, wenn man das nach dem Modell macht, zum Beispiel Firewalling. So. Das heißt, ich habe entweder auf dem Routing-Weg irgendwo die Firewall, aber ich habe jetzt nicht mehr wie früher von meinem Layer-2-Segment irgendwo eine Firewall. Die gehen dann davon aus, dass alle Systeme einfach per se in einem nicht vertrauenswürdigen Netzwerk hängen und Firewallen dann einfach auf den einzelnen Systemen. Ein zusätzlicher Vorteil davon ist halt, wenn ich das OSPF zum Beispiel mache, dass die Konvergenz halt schneller ist als bei Spanning Tree zum Teil. Also bis der den gesamten Baum neu berechnet hat in Spanning Tree, das kann halt schon ein Momentchen mal dauern, das OSPF konvergiert da schneller. Genau. MSTP? Multiple Spanning Tree? Ja, das... MSTP, Multiple Spanning Tree.
Achso, ja, Johannes hat gerade gefragt, was ist mit Multiple Spanning Tree, also MSTP, genau. Ja, Schmerzen. Man möchte im Rechenzentrum kein Spanning Tree haben, egal welches. Ja. Das ist richtig. Da haben wir das nächste Problem, gerade wenn wir über Freifunk reden und das, was die meisten vermutlich tun, sind wir bei Batman. Das heißt, wir haben eine riesengroße Layer-2-Domäne. Wir im Hochstift, sprich Paderborn, haben ungefähr 1000 Knoten. Da sind stellenweise 2.000 bis 3.000 Leute parallel drin. Das heißt, wir reden mal irgendwie über 4.000 Geräte, die da am Start sind. Die Knoten gehören ja auch dazu. Und da drin, also haben wir eine riesen Broadcast-Wolke. Einer schmeißt an einer Stelle was rein, zum Beispiel ein ARP-Paket. Das muss per Broadcast an alle gesendet werden, weil ich habe ja noch keinen Empfänger, den will ich ja kriegen. Analog für IPv6. Und habe einen riesen Wust an Daten. Das heißt, wir reden mittlerweile knapp über, ich glaube, ein Mbit an Grundrauschen, was man nur in dieser blöden Wolke hat, aufgrund der Einschränkung, die Layer 2 mitbringt. Hätte ich ein reines Routing-Fenster oder ein reines Routing-Protokoll, also ein Layer-3-Protokoll, hätte ich das Problem nicht, weil die Layer-2-Domänen kleiner sind. Das heißt, meine Broadcast-Bereiche sind viel kleiner. Es gibt auch eine Besonderheit bei Batman, es gibt ja noch die verteilte Adresstabelle. Also manche Dinge lassen sich vielleicht damit auch auflösen, aber nicht immer. Wenn sie denn funktioniert. Wenn sie denn funktioniert, ja. 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 Vorne war, glaube ich, noch eine genau. Frage. Du? Ja? Achso, ja, okay, super. Ja. Ja, das ist streaming.media.ccc.de. Streaming.media.ccc.de. Das wäre der Livestream von dem, was wir hier gerade tun. Genau. Wir arbeiten noch an einem Signal Angel, dass wir auch aus dem IAC irgendwelche Fragen beantworten können. Kommt vielleicht dann später noch, genau. VLANs, das heißt, du meinst, du hast jetzt zwei verschiedene VLANs und die möchtest du verbinden? Ja, am besten halt in einem Host-System. Also manche Switches können das, die können so VLAN-Mappings machen innen drin. Man kann das aber auch in einem Host-System machen. Das heißt, du baust quasi zwei VLANs auf den Interfaces und packst die zusammen in eine Bridge. Dann sind die halt verbunden. Dann kommen die per VLAN-Tag rein mit VLAN, weiß nicht, 4, sind gebridged und gehen wieder mit VLAN 2 raus. Ich hätte mal eine Rückfrage. Möchtest du das routen oder möchtest du zwei VLANs auf Layer 2 zusammenstöpseln, also quasi zwei virtuelle Switche verbinden? Also bei dem miteinander verbinden ist das Paket quasi unverändert. Das heißt, es geht da durch, ohne irgendwas zu verändern. Und beim Routing wäre das halt so, dass der Host selber eine IP-Adresse hat. Das heißt, er hätte eine IP-Adresse in dem VLAN, sag ich mal, 4 und hätte eine IP-Adresse in VLAN 2. Und würde selber adressiert werden, um ein Paket durchzuschieben. Oder irgendein teurer Router mit einer San Francisco Bridge da drauf macht das. Ja. Du meinst ein eigenes Subnetz pro WLAN? Ja. Ja, also du kannst beliebig viele Subnetze in einem Netzwerksegment verwenden. Also WLAN begrenzt ja im Grunde das Netzwerksegment und man kann auch beliebig viele verschiedene Subnetze in einem Netzwerksegment verwenden. Die kommen sich nicht in die Quere, ist aber nicht unbedingt schön. Also normalerweise schaut man halt, dass das Netzwerksegment in Layer 2 auch da aufhört, wo mein IP aufhört. Das heißt, ich versuche schon immer ein Netzwerksegment mit einem IP-Space zu verwenden. Ja. In einem Netzwerk verwenden dann halt. Ja. Das klingt aber nach Schmerz. Wenn ich firewalle, dann sollte man WLANs wirklich sauber trennen, irgendwo dazwischen, sinnvollerweise auf dem Router oder ähnlichem. Ja. Also das Routing ist halt heutzutage mit der Hardware so bis 10 Gigabit gar kein Problem mehr. Also wir haben jetzt ein EVE3, glaube ich. Also mit Linux-Hardware, mit ernsthaften Routern, die das in Hardware machen, sind 10 Gigabit lächerlich. Ja, also wir haben jetzt ein E3, glaube ich, im Einsatz bei den Servern, die wir verwenden und die machen gerade irgendwie so 3, 4 Gigabit ohne Probleme. Also die haben kein Load. Ich glaube, Olli hatte ausgerechnet, wenn das so skaliert, kommen wir in Summe auf, 70 Gigabit über alle Maschinen problemlos. Also genau. Wenn das linear skaliert mit der Load der Maschinen. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Sonst würden wir hier mal einen Cut machen. Der Philipp wollte noch ein paar Takte dazu sagen, wie das jetzt mit dem Essen aussieht. 3, 2, 1. Wo,
Ach so, alles klar. Okay. Ja, Philipp,